Und jetzt pass auf. Nimm mal die Ficke jetzt auf dem Planet. Oh shit, wir zerbrechen, glaube ich, gerade. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Nimbatus. Ich habe mal wieder von Entwicklern ein Spiel bekommen, und zwar Nimbatus, so zum Vorführen. The Space Drone Constructor. Das Spiel ist nach wie vor auf Kickstarter, das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, etwas spenden, damit die Entwickler Cash haben, um eben weiterzuarbeiten, wie auch immer. Das, was ich bis jetzt von dem Spiel gesehen habe, ich habe es ganz kurz angetestet, und vor allem habe ich es vor Wochen mal auf 9gag gesehen, so einen kurzen Clip. Das war schon ziemlich positiv, also extrem nice. Und ich möchte mit euch jetzt mal kurz eine Runde eintauchen in Nimbatus und euch das Spiel zeigen und selbst auch ein bisschen rumfuchsen. Start Game. So, Start New Game. In dem Spiel, man hat es ja im Untertitel gelesen, baut man Drohnen. Ich gehe auf Select Drone und da wir keine Drohne haben, müssen wir uns eine bauen. So, und es geht wie folgt. Das hier ist der Mittelpunkt eurer Drohne. Das Gehirn, the Drone Brain. Da seht ihr auch die HP, die Masse und so weiter und so fort. Explode. Was, man kann das Ding explodieren lassen? What the fuck? Was? Hier unten seht ihr Klötze, Blöcke, mit denen man die Drohne weiter bauen kann. Also zum Beispiel mache ich jetzt hier einen Block dran. Wir legen dadurch Masse zu, die wiegen einiges. So, und jetzt haben wir hier die Thruster. Und diese Thruster, Small Thruster, großer Jump Thruster und ein Dynamic Thruster, für die braucht man Fuel. Das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt so einen Thruster einfach mal jetzt hier hinmachen wollten, würde das im Test, halt, wartet, ich habe eben jetzt keine Taste zugewiesen, glaube ich. Wir wollen damit aber eigentlich nach vorne fliegen, also stelle ich W ein. Und wir haben es ja eben gemerkt, ich drücke auf W, nichts passiert. Das heißt, wir brauchen hier noch ein bisschen Fuel. Ich mache den mal dahin. Geht das? Ja! Es funktioniert! Wuhu! Ich bin voll der Bauer. Auf Mausrad kann man die Dinger drehen. Hier stelle ich A ein, damit wir nach links drehen. Ich weiß gerade nicht, ob dieses Konstrukt dann überhaupt gescheit funktioniert, aber es wird schon gehen, wird schon gehen. So, teste mal. Es fliegt! Wuhu! Nice! Aber wir merken, wir haben nicht genug Schub. Ich habe Gravity angemacht und unter uns ist der Boden. Es furzt da vor sich hin. Jetzt lasse ich mal die Drohnen frei. Was machen die denn jetzt? Reparieren die mich? Ich habe keine Ahnung, was die machen. Man hat auch live, das geht hier im Testflug-Modus-Dingens, geht das live nicht leer, da verschwindet das nicht. Die sind jetzt alle auf W, ne? Hoppala. Das heißt, jetzt haben wir ein bisschen mehr Power hinter der ganzen Geschichte. Man sieht jetzt auch hier schön, wie das Benzin leer geht, der Treibstoff. Oh, Lenkraketen, was? Solche Spiele faszinieren mich einfach brutal. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu den anderen Dingen im Leben. Und zwar haben wir hier noch Energie. Wofür ist die Energie wohl? Zum Beispiel für ein Schild, den wir bauen können. Ich mache ein Schild direkt, dies, das, jenes Schild mache ich. Man kann es nicht einfach so reinsetzen, weil die Sachen dann auch buggen würden. Ich mache das Schild jetzt mal hier hinten hin. Das würde aber so nicht funktionieren, wir brauchen nämlich noch Energie. Deswegen holen wir so einen kleinen Energieklotz. Kann ich den hier drauf machen? Nee, kann ich auch nicht. Dann mache ich ihn halt da hinten direkt nebendran. Das Schild aktivieren wir mit Space zum Beispiel. Und jetzt hätten wir halt so ein Hinternschild. Guck. Aha, und da ist die Energie. Oh, guck mal, wie es die ganze Zeit anbleibt. Die Energiezellen laden sich auch langsam wieder auf und das reicht, damit es durchgehend so ein bisschen anbleibt. Cool. Ah, wir haben nichts zum Zurückfliegen. Shit. Des Weiteren gibt es hier mechanische Teile, zum Beispiel einen Dekappler, also ein Kappeln und Dekappeln. Und dann gibt es hier noch Scharniere. Ein freies Scharnier und ein motorisiertes Scharnier. Das testen wir jetzt mal. Ich lasse das hier mal dran. Damit könnte man natürlich auch, wenn es dann so funktioniert, zum Beispiel sowas hier irgendwie steuern. Bewegt sich das schon von alleine? Merkt ihr, wie es wackelt? Damit könnten wir uns sogar einen Antrieb bauen, der nur vorne aus einem Stück besteht, das beweglich ist. Um irgendwo hinzufliegen. Also ihr merkt schon, alleine jetzt gibt es schon extrem viele geile Dinge, die man machen kann. Aber es gibt noch mehr. Natürlich gibt es noch Weapons. Spikes. Einfach, um irgendwo dagegen zu fliegen. Sawblade. Ein Gigadrill. TNT. Bio Bullet Gun Tower. Da kann ich euch schon mal sagen, Bio heißt, dass wir das Ding steuern können. Also wenn ich es jetzt hier dran mache, ne, das Ding kann ich jetzt steuern, während wir hier am Fliegen sind. Da gibt es hier noch einen Plasma Shortbeam Laser. Einen EMP Rocket Gun Tower. Einen Plasma Rocket Sniper. EMP Bullet Sniper. Plasma Sparks Thrower und ein Bioflame Thrower. Alles klar, das sind alles ziemlich krasse Waffen. Es geht weiter mit Sensoren. Es gibt da einmal einen Distanzsensor, dann gibt es einen Speed-Sensor und einen Directional-Sensor. Und hier vorne gibt es noch logische Gatter. Das heißt, man kann damit extrem viel machen. Color LED, aha. Eine LED kann man sich an sein Schiff dran machen. Ist ja wohl nice. Wir brauchen ja höchstwahrscheinlich Waffen, um irgendwas zu zerstören. Das heißt, wir gehen hier auf die Waffen. Okay. Schon ziemlich cool aus, aber es ist nicht wirklich, it's not effective. Oh, guck mal. Aha. So. Wow. Okay, nicht schlecht. Wir lassen das Ding mal dran. Wie viel Energie hat das verbraucht? Okay, praktisch gar keine. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich so weit sind, aber wir gehen mal in unseren ersten Einsatz rein. Das ist natürlich ganz klar die Bubbler. Launch! Wir launchen jetzt neu in den Jumbus. Es hat mich so unglaublich gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich da dieses Spiel bekomme. Okay. Wow! Wir müssen direkt an der Heavy Attack. Okay. Oh Gott, da ist sogar ein Geschütz. Ach du Scheiße, wir haben gar keinen Rückwärtsgang. Stimmt ja. Das ist jetzt blöd. Wir können durch das Ding durchschießen, durch die Welt. Oh Gott, wir werden so durchgescheppert. Oh shit. Manövrieren. Nee, wir können noch fliegen, okay.
Oh fuck, unsere Waffe ist weg. Scheiße. Was ist, wenn wir es wie folgt machen? Okay, passt auf. Die sieht zwar ein bisschen bescheuert aus, die Drohne, aber egal. Wir versuchen direkt durch den Planeten durchzufliegen. Fuck. Nein. Ah, kein Rückwärtsgang. Scheiße. Die Drohne sieht echt abenteuerlich aus. Wir haben jetzt noch einen Rückwärtshang eingebaut hier in das Schnuckelchen hier. Ah, oh, die ist so... Kommt her. Oh, shit. Shit. Oh. Die sind so... Alter. Das ist so sackstark, das Ding. Fuck, wir hängen. Wartet. Hört auf, um mich zu schießen. Halt, fuck, die sind in uns drin. Drohnen, kommt her. Ich hoffe, ihr bringt mir irgendwas. Wir müssen hier weg. Der eine ist so nah hier, der Kleine. Okay, okay. Oh, shit. Wir zerbrechen, glaube ich, gerade. Scheiße. Es war schon fast nicht schlecht. Die ist echt etwas träge. Guck mal, was ist, wenn wir das so machen? Total das freaky-spacige Bauart-Ding. Ein, der nach... Achso, ah, nein, shit. Ein weiterer, der nach hinten geht, der ungefähr hier ist. Diese Drohne, meine Damen und Herren, ist die beste Drohne der Welt. Ich teste mal kurz. Hör mir auf. Wie die fliegt, krass. Ach Gott, neck mich am Ärmel. Guck mal. Könnten wir uns eigentlich noch ein automatisches System einbauen, das von alleine schießt. Mit Rangern. Müsste eigentlich gehen. Macht die Range ein bisschen länger. So. Soll nur Enemies entdecken, detekten. Und... Mach dann folgenden Key. Ja, I. So. Und I ist eine Waffe, die nach hinten schießt. Ist jetzt auch schon direkt gekoppelt an die Energie? Wir brauchen mal kurz einen Feind. Wir müssen einen Feind mit unserem Arschstachel berühren. Komm. Der Ranger kann noch ein bisschen länger sein. Ich möchte euch stechen mit meinem Hinterstachel. Bam! Und jetzt pass auf. Nimm mal die Ficke jetzt auf den Planet. Wir haben jetzt nämlich eine Arschkanone. Okay, wir buddeln uns kurz ein bisschen. Ah, shit. Macht nichts. Ja. Ja, shit. Aber egal, wir können nach hinten schießen. Alles ist gut. Wow, das ist so nice. Oh mein Gott, das ist cool. Die treffen uns manchmal noch, die Schweine. Wir bräuchten eigentlich weiter außen nochmal so zwei Strahler. Wir haben auch eigentlich genug Energie, ne? Energie ist genug da, guck mal. Wir können echt lange schießen. Und wir sind ultramanövrierfähig, also fast. Jetzt bin ich gespannt. Wie haben sie es umgesetzt, wenn man in die Mitte... Ey! Arschrakete, Feuer! Okay, wir müssen weiter. Was ist, wenn wir in die Mitte des Planeten fliegen? Wird dann die Gravitität... Ja, sie wird umgedreht! Tatsächlich! Wenn ich jetzt loslasse, fallen wir runter. Die haben uns jetzt ein Energieding weggeschossen, ne? Wir müssen hier mal ein bisschen um die Ecke. Ich merke gerade, also wir haben noch so leichte... Es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungs... Oh! Wenn wir einfach ihren Planeten zerstören, haben sie denn überhaupt noch irgendeine Chance gegen uns? Oh, shit. Die buddeln sich schon hier rein. Okay, das gibt jetzt gleich ein krasses Hallo. Hallo, Kinder! Okay, kurz zurück! Ah! Oh... Ob man die zerstören kann? Wollen wir es hoffen? Ich weiß nicht genau. Machen wir gerade irgendwas? Ja! Ey, wir machen die Mission easy. Ja, schieß selbst ein bisschen drauf. Passt schon. Scheiße. Wenn ich muss immer so ein bisschen dagegen lenken, sonst fallen wir hier runter. Ja! Was wollt ihr von mir, hä? Das Game ist so nice. Oh, ich frag mich, ob wir auch Schaden bekommen, wenn wir hier in der Welt hängen bleiben. Das ist so ein geiles Spiel, wirklich. Es ist so nice. Ich glaube, es gibt's bald auf Steam. Oh shit, da drüben kommen noch ein paar kleine. Ich muss dann gleich abdrehen, wenn das Ding weg ist. Komm, geh kaputt! Na also. Oh shit. No, you can't get me, bruh. You can't get me. Ich bin wie so eine Made, die sich einfach im Planet rumtreibt. Hallo, Kinder. Oh, neu. Ah, die spawnen da raus. Nein, die sind in mir drin. What the fuck? Was ist hier los? Nein. Geh aus mir raus. Wir haben verloren. Nein. Nach hinten, Feuer. Nochmal nach hinten. Nein. Ah, shit. Jetzt ist er kaputt gegangen. Nee, irgendwas von uns ist kaputt gegangen. Scheiße. Komm schon. Feuer. Pam. Nein. Das Ding schießt nicht mehr, unsere Rakete da hinten. Oh Gott, wir sind gleich weg. Wir haben nur noch zwei kleine Triebwerke hinten. Scheiße. Ja! Oh Gott, schaffen wir das noch? Wir sind fast manövrierunfähig. Wir können nur nach links. Alles cool. Wir machen das. Es sind einfach noch zwei Hives und jetzt muss ich hier über die... Guck dir das an. Scheiße! Wir können nur hier lang. Tja! Fast geschafft. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich... Es ist pervers geil. Ich freue mich schon so, wenn da die Vollversion raus ist und man so richtig, vielleicht sogar zusammen dann kämpfen kann oder gegeneinander kämpfen kann. Das wird bestimmt richtig, richtig ultra edel. Oh, guck mal. Was haben wir hier? Planet Betsy. Ah, Bessie. Wir haben jetzt weitere Planeten freigeschaltet. Also es gibt jetzt schon sehr, sehr viel zu tun. Es gibt sogar eine Battle Arena. Oh. Es würde mich wirklich interessieren, wie ihr das Spiel so findet, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir da vielleicht sogar dann in Zukunft mal community-technisch was machen können. Schiffe austauschen, man kann bestimmt seine gebauten Drohnen speichern. Vielleicht kann ich dann Drohnen von euch fliegen oder nutzen, um diverse Aufgaben zu machen und so weiter und so fort. Das wäre echt eine richtig, richtig geile Sache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!